Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir wollen euch heute die lustigsten Geschichten unserer Weltreise erzählen. Wir wissen, es ist immer nicht ganz so witzig, wenn man nicht selbst dabei gewesen ist oder wenn man solche Geschichten nacherzählt. Aber wir werden unser Bestes geben, um die Geschichten witzig rüberzubringen. Und jetzt geht's auch schon los. So, ich fange gleich mit der ersten Geschichte an. Und zwar, das war beim Lucky Bay Strand in Australien. Das war so, also wir sind mit unserem Auto, mit unserem 4-Wheel-Drive auf den Strand draufgefahren. Das kann man auch mit so einem Auto machen. Aber wir sind dann ein bisschen zu weit links gefahren, sodass wir halt richtig in tiefen Sand reingefahren sind. Dazu muss man sagen, wir beide hatten zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar keine Ahnung vom 4-Wheel-Drive-Fahren, also gar keine Ahnung, und haben es einfach gemacht, ohne uns auch irgendwelche Warnhinweise durchzulesen oder uns zu informieren, wie sowas funktioniert. Also es war unser erstes Mal und ja, dann sind wir halt stecken geblieben. Das ist jetzt nicht so lustig, das kann jedem mal passieren und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber dann haben wir halt versucht, uns auszubuddeln und das hat leider nicht geklappt. Deswegen brauchten wir Hilfe von anderen Leuten und da waren welche so freundlich, die gerade an uns vorbeigegangen sind und haben uns dann geholfen, das Auto auszubuddeln, aber wir kamen einfach nicht raus. Dann sind die gefühlten Kilometer bis zum Strandende gegangen, haben ihr Auto geholt, auch ein 4-Wheel-Drive, und haben uns dann versucht rauszuziehen und das war richtig, richtig nett. Aber dann ist halt was Doofes passiert und zwar war es so, die haben uns halt rausgezogen, ich musste dabei rückwärts fahren und es hat auch geklappt. Also wir wurden rausgezogen und das Auto war endlich wieder frei. Aber irgendwie habe ich dann komplett abgeschaltet, bin weiter rückwärts gefahren und ja, er hat dann einfach gebremst. Ja, und dann ist mir einfach voller Kanne rein ins Auto. Ja, das war, finde ich, so cool. Das war wieder so eine typische Aktion für uns. Also wir waren in dem Moment einfach so happy, so von wegen, ja, unser Auto ist jetzt wieder draußen, freuen uns voll. Wir dachten, gleich kommt das Meer und spült unser Auto mit irgendwie. Und dann war unser Auto draußen und ich stand da und habe die Situation von außen beobachtet, freue mich gerade voll und dann sehe ich so, scheiße, was macht Jan da? Und auf einmal so peng und dann voll ins Auto rein. Die waren zum Glück aber nicht sauer oder so, sondern, ja, weiß ich nicht, meinten, ja, ist nicht so schlimm und mussten denen auch irgendwie keine, nicht wir mussten kein Geld zahlen. So. Das sind halt Australier, ne? Ja. Also die drücken da auch gerne mal ein Auge zu, aber das war halt echt unangenehm. Das war zu dem Zeitpunkt nicht lustig, aber jetzt, wenn wir darüber nachdenken, sehr lustig. So, die nächste Geschichte hat mit den damals noch nicht ganz so vorhanden gewesenen Englischkenntnissen von Jan zu tun. Ihr müsst wissen, Jans Englisch war nicht immer so gut, wie es jetzt ist. Jan war damals nämlich kein Streber, sondern eher so das Gegenteil, muss man nicht ausdrücken. Ja. Und als wir in Australien waren, dort haben wir auch gearbeitet, für alle, die es nicht wissen, hatten wir unseren Roadhouse-Job. Und genau, dann haben wir einen neuen Mitarbeiter bekommen und der Mitarbeiter hatte auch eine Freundin. So, dann saßen wir abends mit unseren Mitarbeitern in unserem Mitarbeiterhaus zusammen und die haben halt gefragt, wie die Freundin aussieht, weil wir haben die beim Einkaufen getroffen. Jan war so nett und hat das erstmal ganz toll beschrieben und hat anstatt Glasses, also Brillen, also eine Brille heißt ja Glasses auf Englisch, hat er Goggles gesagt, weil Goggles sind ja eigentlich Taucherbrillen und er hat nur einmal irgendwie, als wir tauchen waren, in Australien mitbekommen, dass man zu Taucherbrille Goggles sagt und dachte anscheinend, dass es so vereinheitlicht, dass es dann Goggles heißt. Und hat er sie beschrieben und meinte, dass er sie gesehen hat im Supermarkt, wie sie da mit Goggles lang gegangen ist. Und das Witzige war, ich habe das halt überhaupt nicht gecheckt, dass das falsch war und ich habe einfach weitererzählt und die haben mich alle nur blöd angeguckt und ich habe einfach nicht aufgehört zu erzählen. Und ja. Naja. Und dazu noch, weil euch oder so viele von euch schreiben uns immer an, würdet ihr auch mit schlechten Englischen nach Australien gehen oder würdet ihr eine Weltreise machen? Ich kann nicht gut Englisch, etc. pp. Und wir würden sagen, auf jeden Fall, weil Jans Englisch zum Beispiel war am Anfang auch nicht gut. Meins war gut, aber nicht sehr gut, würde ich behaupten. Und man lernt es einfach wirklich, man kommt da rein. Jan kann jetzt so gut Englisch sprechen und doch, kann er wirklich. Macht es, lasst das einfach keine Barriere sein oder beziehungsweise kein Hindernis dafür sein. Bleiben wir gleich bei unserem Roadhouse-Job in Australien. Da hatten wir auch sehr, sehr viele lustige Geschichten. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir uns nicht mehr an alle erinnern können. Aber ein paar können wir uns noch erinnern. Und zwar habe ich von einer Kasse gearbeitet. Und ab und zu sind dann halt auch mal betrunkene Aborigines reingekommen. Das sind nicht alle Aborigines betrunken, aber manche. Und den einen Tag ist eine Oma reingekommen. Eine ältere Frau. Ja, sagen wir eine ältere Frau. Und das war dann halt ein bisschen eklig, weil der lief dann halt so ein bisschen Kacke unten runter. Und ja, der ganze Laden hat dann halt nach Scheiße gestunken. Und irgendwer musste das ja wegmachen. Ja, wir mussten das erstens wegmachen. Und ich bin dann auch mit so einem Raumspray durch den ganzen Laden, also die Frau war halt immer noch drin und die ältere Frau, bin ja mit so einem Raumspray die ganze Zeit durch den Laden gegangen und hab gesprüht. Weil ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das gestunken hat. Und wir wussten auch ehrlich gesagt nicht, wie man da reagieren sollte, ne? Ja.
Also es war eine sehr, sehr komische Situation, im Nachhinein auch sehr lustig. Das war jetzt übrigens nicht diskriminierend oder irgendwie gegen Aborigines sein, sondern das war einfach nur ein Einzelfall und deswegen berichten wir davon. Es hätte auch jede x-beliebige Person sein können. Und es geht weiter mit einer Roadhouse-Geschichte. Und zwar hatte ich diesmal Nachtschicht und stand alleine am Tresen. Und ich weiß nicht, Jan und noch ein anderer Mitarbeiter waren irgendwie anders beschäftigt. Ich glaube, Jan hat gewischt und der andere einen Abwasch gemacht oder so. Genau. Und dann kam ein Mädchen bei uns in den Laden. Ich schätze, sie war so zwischen 16 und 18 oder so. Ich kann sowas total schwer einschätzen. Aber ja, sie kam zu mir am Tresen und hat nach einem Feuerzeug gefragt. Ich habe es ihr natürlich ausgehändigt, aber habe es auch nur auf den Tresen gelegt. Und meinte dann halt sowas wie 3 Dollar bitte oder so, ich weiß nicht mehr, wie teuer es war. Mhm. Auf jeden Fall, plötzlich nimmt dieses Mädchen einfach das Feuerzeug, schnappt sich das und rennt aus dem Laden, wie so ein geölter Blitz. Ich sofort hinterher, ich weiß nicht, total bescheuert wegen so einem blöden Feuerzeug. Aber ich bin sofort hinterhergelaufen, weil ich dachte, nee, mir klaut niemand was. Und hab sie dann gepackt und in dem Moment kam irgendwie schon Jan hinterher. Ja, ich stand da gerade und hab gerade den Boden gewischt im Laden. Und auf einmal sehe ich nur, wie das Mädchen wegrennt, Marie sofort hinterher. Und auf einmal stehen die da so mitten im Eingang und kämpfen da so ein bisschen. Dann hat sich das Mädchen irgendwie befreit und Marie so, Jan, hinterher. Und ich bin einfach hinterhergerannt, obwohl ich gar nicht wusste, worum es ging. Und dann standen wir so theoretisch neben den ganzen Säulen, wo man halt tanken kann. Und ich habe sie festgehalten, auf einmal hat sie sich auf den Boden gelegt, wollte nach mir beißen, hat nach mir geschnappt, hat mir nach mir getreten. Und das Lustige war dann eigentlich, also ich habe erst dann erfahren, dass es sich um ein Feuerzeug handelt, was geklaut wurde, also halt sowas völlig Lächerliches. Und am nächsten Morgen haben wir, also wir haben am Abend dann noch unsere Chefin angerufen, haben ihr das alles erklärt und sie kam dann auch rein und dann konnten wir uns die Überwachungsaufnahmen angucken. Ja. Und das war ziemlich witzig. Die Polizei kam auch noch und ihr könnt euch vorstellen, das war ein ganz, ganz kleiner Ort, wir waren so der Gespött des Jahrhunderts gefühlt. Also jeder wusste davon Bescheid. Und jeder hat dann auch zu uns gesagt, es war total unnötig, mach bitte sowas nie wieder. Und es war auch sehr dumm von uns. Werden wir nie wieder tun, können wir versprechen. Und ja, das war unnötig. Ja. Die nächste Geschichte spielt sich auch wieder im Roadhouse ab. Und das war ein sehr ruhiger Nachmittag. Ich habe zusammen mit wem anders an einer Kasse an der Kasse gearbeitet. Also es gab 3 Kassen, eine links, eine in der Mitte und eine rechts. Müsst ihr euch so vorstellen wie so ein Tresen. Und die war etwas erhöht. Und ich habe mich die ganze Zeit mit meinem Kollegen unterhalten, weil es war nichts los. Und auf einmal kamen da so 2 Kunden rein. Und sagen zu uns, ey, da liegt ein Betrunkener auf dem Boden vor euch. Und wir so, was? Und dann gucken wir so einmal so über den Tresen, dann lag da die ganze Zeit ein Betrunkener. Der lag da gefühlt für 10 Minuten und wir haben es einfach nicht mitbekommen. Und da mussten wir auch wieder die Polizei anrufen. Die kam dann, hat den dann rausgezogen. Und wir haben es einfach nicht mitbekommen, obwohl wir direkt an der Kasse standen. Ich weiß auch nicht, wie der oder die Person das gemacht hat, aber es war dann halt ziemlich witzig, weil wir dann auch wieder die Überwachungsaufnahmen angucken konnten. Und ja. Das war irgendwie eine komische Situation. So, es geht nochmal weiter mit der Roadhouse-Geschichte. Und zwar gab es, oder als wir eingewiesen wurden bei unserer Arbeit im Roadhouse, wurde uns schon vorab gesagt, hey Marianne, es gibt so 3 Personen im Dorf, und es ist ja ein kleines Dorf gewesen, die immer mal wieder vorbeikommen, werden versuchen, euch was zu klauen oder in irgendeiner Weise irgendeinen Mist machen und ja, die kamen andauernd. Immer betrunken sind, das muss man auch dazu sagen. Genau, die hatten halt entweder Alkohol- oder Drogenprobleme und genau, es war halt immer nicht ganz so ohne. Ich würde sagen, wir haben da viele lustige, aber auch viele sehr krasse Erfahrungen im Roadhouse gemacht. Und die Person, von der wir jetzt sprechen werden, heißt Josephine. Das vorab Josephine, nicht Julienne. Ja. Und ja, Josephine kam eines Nachmittags zu uns ins Roadhouse spaziert und wollte wieder irgendwas fragen. Wir haben sie gleich rausgeschmissen. Nein, also wir haben sie quasi dann rausbegleitet, weil wir das natürlich freundlich gemacht haben. Und dann hatten wir draußen so eine kleine Grünfläche, die zur Tankstelle gehörte. Und auf einmal zieht sie die Hose runter und pinkelt dort hin. Also das war unglaublich. Ja. Aber das ist gar nicht das Lustige. Ja, ne? Also sie hat dann dahin gepinkelt. Und das ist nicht mal die Höhe gewesen, sondern Jan kann sich immer nicht ganz so gut Namen merken. Und hat dann, als wir im Mitarbeiterhaus, also als die Schicht vorbei war, Mitarbeiterhaus, schön allen erzählt, dass Julienne, und das ist der Name von unserer Chefin, nicht Josephine, heute bei uns bei der Arbeit einfach draußen hingepinkelt hat. Und alle waren total schockiert, aber haben auch nicht weiter was gesagt. Dann dachten so, wow, die muss ja anscheinend total psychische Probleme gerade haben. Ja, weil das Witzige war, ihr Mann hat sie nicht verlassen, sondern ist einen Tag vorher ist nach Queensland gereist, also ewig weit weg. Ist weggezogen. Ist einmal weggezogen, also sie leben noch zusammen, aber ist halt weggezogen, der Mann. Beruflich halt, also aus beruflichen Gründen. Deswegen war sie so oder so ein bisschen traurig. Und dann dachten andere vielleicht, okay, hey, sie hat wahrscheinlich gerade voll den Absturz und so. Und das hat Jan einfach so im Mitarbeiterhaus erzählt. Nächsten Tag kommen wir zur Arbeit und unsere Chefin
Chefin hat dann Jan angesprochen, was er denn bitte für Geschichten über sie erzählt. Also Jan hat dann einfach die Namen vertauscht und das Gute war, unsere Chefin hatte halt sehr, sehr guten Humor und hat auch darüber gelacht. Also im Endeffekt haben alle gelacht und es war ziemlich witzig. Ja. Die nächste Geschichte handelt von einem Freund von uns und ja, die ist unglaublich witzig. Also, wir haben ja ein paar Videos gemacht, wie man sich so ein Work and Travel selbst organisieren kann und er hatte ab und zu mal ein paar Fragen, wir haben ein paar Videos geschickt und er hat sich selbst informiert und dann wollte er sich einen internationalen Führerschein mit seiner Freundin besorgen. Ja, und wo sind sie hingegangen? Wo man natürlich hingeht, zu einer Kfz-Werkstatt. Also sind dann tatsächlich zu einer Kfz-Werkstatt gegangen und haben dort nach einem internationalen Führerschein gefragt. Haben sie natürlich nicht bekommen, kann man sich vorstellen. Also ihr müsst euch das mal vorstellen, ihr arbeitet in einem Kfz-Betrieb und dann kommen da so zwei junge Personen auf euch zu und fragen nach einem internationalen Führerschein. Ja, wir haben das dann natürlich erfahren und haben gesagt, nee, eigentlich müsst ihr zum Straßenverkehrsamt gehen. Und das hätten wir vielleicht damals in dem Video auch dazu sagen sollen. War ja, das natürlich unser Fehler. Ja. Und die nächste Geschichte handelt auch wieder mehr oder weniger von Jan. Also irgendwie, ich weiß nicht, die meisten Geschichten handeln aus Australien und von Jan. Eigentlich bin ich so der tollpatschigere Part von uns, aber irgendwie ist uns beim Ausschreiben der Sachen aufgefallen, dass es irgendwie mehr um Jan geht. Aber darum soll es doch gar nicht gehen. Also, wir waren in Australien bei Domino's zusammen mit Freunden aus Deutschland. Glücklicherweise waren wir irgendwie beide in zu viert in Australien und sind eigentlich immer so aneinander vorbeigereist. Und dann waren wir alle zusammen gerade in Adelaide und dachten wir so, boah, geil, müssen wir uns treffen. Mhm. Saßen in einer Domino's-Filiale drin und es ist halt günstiger, wenn man online bestellt. Also selbst wenn du in einer Filiale sitzt, würden wir halt nicht empfehlen, es dann vor Ort zu kaufen, sondern dann am Handy zu bestellen und dann dort mitzunehmen oder dort zu essen. Und dann saßen wir dort und Jan ist nicht multitaskingfähig, wollte das Essen auf dem Handy bestellen, während wir uns unterhalten haben. Und was macht Jan? Bestellt einfach in der falschen Filiale. Und wir haben uns schon gewundert, weil irgendwie eigentlich ist ja so ein Screen, wo dann der Name aufploppt, so von wegen Jan, noch 20 Minuten ist gerade in der Vorbereitung, was auch immer, die Pizza. Und es kam einfach nichts. Und dann guckt Jan nach und denkt sich, oh fuck, einfach den falschen Ort ausgewählt. Da mussten wir komplett einmal durch die Stadt durch und mussten ins Zentrum und haben uns dann dorthin gesetzt. Und das war richtig witzig, weil im Endeffekt ist daraus völlig schöner Abend geworden. Wir haben dann einfach unser komplettes Camping-Equipment in der Innenstadt aufgebaut, auf dem Parkplatz und haben dann dort nicht gecampt, aber uns dann einfach hingesetzt mit den Campingstühlen, Pizza gegessen und uns unterhalten, so in der Innenstadt von Adelaide. Ja, müsst ihr euch das so vorstellen, als würden wir in Berlin einfach mit zwei Autos dort parken, unsere Campingstühle rausholen, unseren Campingtisch und dann einfach so mitten auf so einer hauptbefahrenen Straße unsere Domino's-Pizza essen. Kommen wir nun zur letzten Geschichte. Das ist auch wieder beim Arbeiten passiert, aber bei unserem allerersten Job, wo wir halt nicht bezahlt wurden. Und zwar war das bei dem Zucchini-Job. Also für diejenigen, die uns schon länger verfolgen, die wissen ja vielleicht, dass wir halt auf einer Zucchini-Farm gearbeitet haben und dort halt nicht bezahlt wurden. Nach den ersten drei Wochen haben wir das ja so rausbekommen und haben dann den Farmer zur Rede gestellt, er hat gesagt, ich kann euch nicht bezahlen. Und dann waren dann noch andere Backpacker und dann haben wir zusammen System ausgetüftelt, wie wir halt trotzdem bezahlt werden können. Aber wir haben schon für drei Wochen dort gearbeitet und kein Geld bekommen. So, und dann war ich halt ziemlich sauer und dann mussten wir wieder Zucchinis pflücken. Und bei manchen Zucchinis ist das so, wenn du die halt nicht pflückst, werden die unglaublich groß. Also die eine Zucchini, die war ungefähr so groß und wir sind die ganze Zeit am Pflücken und dann sehe ich wieder so eine richtig große Zucchini. Und was mache ich, weil ich so wütend war? Ich nehme diese Zucchini und schleudere die einfach so weit weg, wie ich konnte. Und ja. Dabei hat er dann so ein Bewässerungssystem getroffen. Ja. Also natürlich ist überall auf dem Feld so ein Bewässerungssystem aktiv. Also die werden ja nicht per Hand bewässert. Ja. Und genau so ein Rohr hat Jan getroffen. Und auf einmal ging es so plopp, plopp, Sonne. Plopp. Und überall kam Wasser raus. Ja. Und ich bin da sofort hingesprintet, weil wir dachten ja eigentlich noch, dass wir vielleicht Geld kriegen und dann darf uns halt sowas nicht passieren und wir werden voll viel Ärger bekommen. Ich bin da hingesprintet, habe versucht, die Rohre oder was das auch immer war, wieder zusammenzustecken und das ganze Wasser hat mir ins Gesicht gespritzt. Aber wirklich, das Feld war so groß und da war gefühlt nur dieses eine Rohr und ich werfe es genau dagegen. Ja. Und ja. Wie Anziehungskraft, ne? Ja, das war eine dumme Situation, aber im Nachhinein sehr lustig. Und wir wurden eh nicht bezahlt, deswegen Karma. Achso, ja, im Nachhinein wurden wir eh nicht bezahlt, deswegen scheiß drauf. So, das war's mit unseren Geschichten. Wir hoffen, sie haben euch gefallen und wir konnten sie ein wenig witzig rüberbringen. Falls nicht, tut es uns leid. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr die Geschichten fandet oder ob ihr selbst witzige Geschichten habt, die ihr gerne mit uns teilen wollt. Die könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Genau, und jetzt haben wir noch eine kleine Bitte an euch.
Wie ihr wisst, arbeiten wir mit Momondo zusammen. Und Momondo hat heute ein Video veröffentlicht, was wirklich sehr, sehr, sehr unter die Haut geht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Wir haben euch einmal The DNA Journey vorgestellt. Das war ja auch mal ein Video, was ziemlich viral ging, was sie irgendwann mal veröffentlicht hatten. Und wir hoffen oder wir denken auch, dass das so ähnlich sein wird, weil es wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema anspricht. Aber dazu gleich mehr. Und das Video, was wir euch gerne vorstellen wollen, heißt The World Peace. Und in dem Video geht es darum, wie weit man eigentlich gehen würde, um die Welt zusammenzubringen, beziehungsweise die Menschen auf der Welt zusammenzubringen. Und dafür sind 60 Personen mit verschiedener Herkunft zusammengekommen, um zu zeigen, dass wir Menschen eigentlich mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede. Klar haben wir unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Weltansichten, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Figuren, was auch immer. Aber im Endeffekt streben wir Menschen doch irgendwie alle die gleichen Ziele bzw. Werte im Leben an, wie zum Beispiel Liebe. Also warum nicht einfach die kulturellen Unterschiede als Inspiration sehen oder betrachten? Also warum nicht einfach in ein Land reisen und sich vielleicht bei manchen Sachen, dass sich das einfach erstmal angucken und denken, okay, das finde ich jetzt nicht so gut, aber ich akzeptiere das und lasse die Leute machen. Aber das und das machen die vielleicht viel besser, als ich das kennengelernt habe, so von meiner Kultur. Und warum nehme ich das nicht einfach auf? Also warum so viel Hass auf der Welt, wenn wir einfach alles akzeptieren könnten, wie andere Menschen leben? Und das geht aber auch dann wirklich für jeden, dass man sich gegenseitig einfach akzeptiert und somit vielleicht irgendwann mal schaffen kann, Krieg und Hass aus der Welt zu verbannen. Das war jetzt natürlich nur so ein kleiner Teaser für das Video. Das eigentliche Video selbst ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Teilt es gerne mit euren Freunden oder mit eurer Familie. Und schreibt auch gerne eure Meinung dazu in unsere Kommentare. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und ja, das war es eigentlich mit dem Video. Eine Sache noch, wir haben von Julian 5 Euro gespendet bekommen. Dankeschön. Dafür möchten wir uns natürlich sehr bedanken. Und ja, jetzt war es das mit dem Video. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Lasst uns gerne ein Like da oder ein Abo. Wir würden uns sehr darüber freuen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.